Mia, willst du heute eine Windel anziehen oder willst du es ohne probieren? Ohne! Okay, prima. Dann stelle ich dir das Töpfchen ins Zimmer und wenn du mal musst, dann setzt du dich schnell drauf, okay? Ja, Hose! Ja, das fühlt sich gut an ohne Windel, nicht? Komm noch mal her, Mia. Eine lange Hose müssen wir schon noch drüber ziehen, sonst wird es dir doch zu kalt. Mama, dürfen wir mit den großen Bausteinen was bauen? Das dürft ihr schon, aber zuerst müsst ihr hier aufräumen. Ich will aber nicht aufräumen. Ohne Aufräumen keine Bausteine. Schaut mal, wie es hier aussieht. Warum? Hier liegt alles rum. Ihr habt gar keinen Platz, um etwas aufzubauen. Ja, aufräumen. Ich fahre die Sachen mit dem Traktoranhänger zur Kiste. Gut, wenn ihr aufgeräumt habt, bringe ich die Bausteine. Und ich, mit was soll ich fahren? Dann fahre ich eben mit der Kiste zu den Spielsachen. Das geht doch nicht! Du kannst doch nicht vor uns wegfahren! Alles aufgeräumt. Mama, es ist alles aufgeräumt. Aha, ja, das ging ja schnell. Gut, einen Moment. So, hier sind die Bausteine. Ja! Danke! Ich will alle blauen. Ich baue mir eine blaue Burg. Ganz alleine. Und ihr dürft nicht in meine Burg. Mir egal, ich baue eine eigene Burg. Putz. Du kannst bei mir mitbauen, Mia. Schau, du musst die Bausteine andrücken, sonst halten sie nicht. Ich kann in meine Burg schon reinsitzen. Ja, auch gleich. Mia, du bist die Königin und ich bin ein Ritter. Oder nein, ich bin der König. Wir brauchen jetzt nur noch einen Thron für den König. Ja. Ah, super Idee, Mia. Wir nehmen dein Töpfchen als Thron. Erst darfst du mal drauf sitzen als Königin. Du brauchst noch eine Krone. So, und jetzt darf ich mal drauf sitzen. Und jetzt komme ich als Ritter und klaue euch den Thron. Nein, meins! Das ist unser Thron. Gib ihn wieder her. Ich brauche aber auch einen. Aber der gehört uns. Dann bekommt niemand einen Thron. Er kommt jetzt in den Schrank. So. Was hast du denn, Mia? Oh, hast du Pipi gemacht? Mama! Ja, Moment. Alles okay bei euch? Mia hat in die Hose gemacht. Ah, hat es nicht aufs Töpfchen gereicht? Das ist nicht schlimm, Mia. Das habe ich ihm nun wieder aufgeputzt. Was macht denn das Töpfchen im Schrank? Das ist doch der Thron. Das hat Alex da reingestellt. Ich wollte doch nur nicht, dass Paul und Mia einen Thron haben und ich nicht. Das ist ungerecht. Ach, kein Wunder kann Mia nicht aufs Töpfchen gehen, wenn es im Schrank steht. Das geht doch nicht, Alex. Das Töpfchen bleibt jetzt hier draußen. Okay. Mia, du bekommst frische Kleidung und nächstes Mal klappt es mit dem Töpfchen bestimmt. Sollen wir lieber zusammen eine große Burg bauen? Ja, mit allen Steinen. Wir bauen sie richtig hoch. Und hier oben bauen wir ein Fenster ein. Dann können wir von meinem Bett aus in die Burg klettern. Coole Idee. Und mit Tür zum Zumachen. Fancy? Kitty? Teddy? Hallo Kinder. Hallo Papa. Schau mal, was wir gebaut haben. Wow, das ist ja toll. Was für ein großes Haus. Das ist doch eine Burg. Willst du mal reingehen? Ja, ich probier's mal, wenn ich noch reinpasse. Aha, da oben habt ihr ja noch einen Eingang. Ja, direkt auf Pauls Bett. Und Mia, was spielst du? Ah, gehen deine Kuscheltiere alle aufs Töpfchen? Ja. Prima. Wir könnten im Wohnzimmer doch noch Kissen und Decken holen und in die Burg legen.
Gute Idee. Dann gehe ich auch mal wieder nach unten. Mama, wir brauchen die Kissen für unsere Burg. Okay, die könnt ihr mitnehmen. Und die Decke. Na gut. Mama, Mama, komm mal. Was ist denn? Mia ist weg. Mia? Mia, wo bist du denn? Mia, Pipi mal. In die Burg? Oh, oh. Ah, du hast das Töpfchen in die Burg gestellt. Prima, das hat ja super geklappt. Du bist jetzt schon ein richtig großes Mädchen, Mia. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne unseren Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Geschichte wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.